Verrückten, herzlich willkommen hier zu einem neuen Video von mir und heute spielen wir eine Runde Minecraft Jump World. Und ich bin heute mal wieder, ich sehe ein bisschen aus wie so ein Schwerverbrecher, ne? Wie Harry Hardcore und ja, wir spielen jetzt erstmal wieder eine Runde Pixel P ist eine Maus, nehmen wir dann mal. Und zwar... Ja, Freaks LP ist eine Maus von Domi Story. Du bist eine kleine Maus, deren Käsevorrat bald aus ist. Suche schnell neuen Käse. Versuche auf den Tisch mit dem Käse zu kommen. Da oben ist wahrscheinlich der Käse. So, also gehen wir mal direkt hoch hier. So, na komm. Na komm, jetzt kommen hier wieder meine Jump'n'Run-Skills, Leute. Jetzt geht es rund hier. Jetzt geht der Spaß. Der Spaß beginnt. Ach du Scheiße, was... Was tut der Verrückte hier? Was ist mit dem los? Was ist bei dem kaputt? So, Leute, okay. Ja, gibt es mal wieder was Neues zu erzählen? Erstmal heute war es ja mal wieder übertrieben warm, Leute. Es war ja nicht mehr normal. Die Hitzewelle ist in Deutschland live und onstage ausgebrochen. Das ist ja wirklich... Das ist ehrlich, das war so heftig. Ohne Scheiß, das war echt so krass. Aber gut. So, warte. Und, ja, warte, wir haben es gleich, Leute. Wir haben es gleich. So, oh, jetzt. So, sehr nice. Auf jeden Fall, naja, was wollte ich sagen? Ach, das ist ja nur ein Hundespielzeug. Ja, das ist nur ein Hundespielzeug. Ich weiß gar nicht, was wollte ich denn jetzt erzählen? Ja, auf jeden Fall war es echt heiß. Und, ja, man gönnt sich dann ja sonst nichts, wenn es wirklich so heiß ist. Denkt man sich auch nur so, WTF. Ach du Scheiße, was ist jetzt passiert? Ach du Scheiße, ich bin gestorben. Ja, okay, da hätte ich anscheinend nicht reingedurft, okay. Oder beziehungsweise... Ach nee, warte mal. Ich glaube, ich muss hier so lang. So, so und so. Aha, aha. Ich weiß jetzt nicht, ob das richtig war oder ob das Cheaten war. Das werden wir rausfinden. Endlich Käse! Wuhu! Finde den... Das Ziel. Und zwar müssen wir, glaube ich, hier weitergehen. Oh Gott. Yes, nice. So, ping! Danke fürs Spielen der Map. PS, ich habe mir bei der Map viel Mühe gegeben. Daher würde ich mich über eine gute Bewertung vorher freuen. Wenn du da bist, Freaks, du bist der Beste. Mach deine Videos immer so, wie sie jetzt sind. PS, würde mich für diese Map auf YouTube freuen. Ja, ist auf jeden Fall sehr gut. Fand ich gut. Bewerten wir direkt. Und ja, ich würde sagen, Jump'n'Run verlassen. Und dann geht es nochmal rund hier. Und zwar nehmen wir die Suche nach meinem PC mal. Mein PC ist leider verschwunden mit ein paar Secrets. Ja, mein PC wurde mal wieder geklaut. Ey, wer klaut hier meinen PC? Ach, das ist ja wohl nicht mehr normal. Weißt du, klaut da jemand meinen PC? Da kann ich doch gar nicht mehr zocken. Das ist doch schlecht. Da kann ich gar keine Videos mehr für euch machen. Ja, ich hoffe, den finden wir dann gleich mal direkt ganz schnell wieder, damit dieses Video überhaupt hier kommen kann. Ich hoffe. So, es lädt auf jeden Fall gerade sehr lange. 90% erst. Dann nehmen wir jetzt erstmal noch einen Schluck von der leckeren Fassbrause, weil es ist mega warm draußen, Leute. Hallo und willkommen zu meiner Map. Es gibt dazu eine Story, aber wenn du FreaksLP bist, wollte ich dir sagen, dass du deine Videos sehr lustig und spannend machst. Und dadurch bringst du mich immer zum Lachen und dafür möchte ich dir mit dieser Map danken. Hab viel Spaß und hoffe, die Map gefällt dir euch. Umdrehen. Wenn fertig, umdrehen. Wenn fertig ist, dann dreh Fleisch um. Es gibt aber auch 3 Secrets. Also aufgepasst. PS, Jump'n'Run kommt am Ende. Also, wenn fertig ist, umdrehen, dann drehen wir uns mal um. Dir wurde dein PC gestohlen. Oh nein. Und du musst ihn wiederbekommen. Doch, dafür musst du in die Kanalisation. Also ab ins Haus, schnell. Und, ja, ich gehe jetzt mal nicht ins Haus, sondern ich gehe mal außen rum, weil... Secret! Ja, ich habe diese Map schon mal angezockt. Ich hatte dann leider nicht mehr so viel Zeit aufzunehmen. Es tut mir sehr leid. Und ja, das hier ist ein... würde mal sagen, ein Problem der Map. Und zwar kommt man hier nicht so gut rein. Das ist wirklich ein bisschen blöd. So, komm. Jetzt haben wir es geschafft. Sehr nice. Und dann direkt auf die Checkpoint. Und zwar... Oh nein, es gibt viele Wege. Wo ist der hin? Such den Ausgang. Den Ausgang kenne ich ja auch schon natürlich. Und zwar geht es hier einfach rum. Das war so mein erster Gedanke. Vorhin auch bei der Map. Ich gehe so rum. Und dann geht es hier natürlich hoch. Geil, ne? Und dann müssen wir jetzt eine Enderperle schmeißen. Ups. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich das jetzt gerade gefailt habe. Oder auch nochmal gefailt habe. So, nice. Entscheide dich, welchen Weg du wirst du nehmen. Um deinen PC wiedergekommen und geh in die Wüste. So, du musst das Quiz schaffen, um weiter nach deinem PC zu suchen. Also, worauf wartest du? Beantworte die Fragen
Wann hat Freaks seinen Kanal auf YouTube gegründet? Oh Leute, oh Leute, oh Leute, das ist eine Frage. Das weiß ich ja nicht so genau. Also das ist auf jeden Fall im Mai 2012, aber das genaue Datum weiß ich nicht so genau. Es könnte beides sein. Ich gehe mal in den 10. rein. Oh, war richtig anscheinend. Okay, was ist das Ergebnis? So, jetzt kommen meine Kopfrechnen-Skills. Weil wenn man mal 66 mal 33 nimmt, ergibt 66 mal 10, ja 680. Dann ein paar Mal überschlagen, sind wir ungefähr bei, was weiß ich, bei 1000 irgendwas, um die 2000 plus 700. Kann schon mal nicht 26.000 sein, sondern nur 2.967. Kann man da dazu wie mit einer Steinspitzhacke abbauen? Ich weiß nicht. Ich würde sagen ja, oder? Ja, anscheinend ging das. So, jetzt musst du nur noch das Jump'n'Run schaffen. So, also rüber hier. Ups, ich bin gerade so durchgewascht, aber ich glaube auf den Schildern stand wahrscheinlich... Wir gucken mal eben ganz kurz. So, jetzt musst du das Jump'n'Run schaffen, um deinen PC wiederzufinden. Es ist nicht mehr weit, also schnell zu deinem PC. Ja, mein armer PC, ey, der ist einfach weg, weißt du? Der ist einfach, weißt du, away ist der. Oh Gott, das macht ja hier einen richtig bekloppt. So, jetzt haben wir's. Na toll. Na klasse, das war auch ein bisschen dumm. Man darf da natürlich nicht an die Liane springen. Das war falsch. Man muss nämlich hier weiter und hier... Dann hier lang, dann diesen Jump. Den hasse ich ja wie die Pest. Habe ich das schon mal gesagt? Also ich hasse diese Jumps mit dem, mit diesem Slime-Block. Also wenn ihr mich wirklich richtig hart trollen wollt, ne, dann baut so viele Jumps mit diesen scheiß Slime-Blöcken ein, wie irgend möglich ist. Weil, ehrlich, dann ist wirklich Eskalation. Weißt du, hoch die Ende Wochenende, hier ist noch einer. Okay, gut, der ging aber relativ einfach. So. Okay, aber ohne Scheiß, also das ist wirklich was mich richtig aufregt, dieser scheiß Jump hier, aber hier kann man sich an der Liane irgendwie hochziehen. Ich weiß auch nicht, ob das gewollt ist oder ist eigentlich, also keine Ahnung, ich weiß auch nicht so genau. Na toll. Und was mich auch nerven kann, ist ein scheiß Block über mir zu haben. Ein Block über meinem Kopf, finde ich, ist auch wirklich das wirklich saunervigste an so einem Jump'n'Run. So. Und hier... Ich hab jetzt echt gerade gar keinen Plan, wo ich hin soll. Ist mal ohne Scheiß. Kann ich hier irgendwie durch? Nee. Okay. Anscheinend soll man da hin. Ich versteh's nicht. Also machen wir hier einfach mal den Jump. So, der geht anscheinend. Also, sorry, Creeper.de. Muss ich jetzt echt mal sagen, aber irgendwie verstehe ich das Ganze gerade nicht. Warum sollte ich jetzt irgendwie... Also, vor allem irgendwie hat das nicht so ganz geklappt, da hinzukommen. Also, oder Leute, also, keine Ahnung. Verstehe ich jetzt nicht so ganz, wie man dahin hätte kommen sollen. Also, keine Ahnung, da bin ich jetzt echt gerade ein bisschen zu, weiß ich nicht, zu verbrained für. Also, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ach Gott. Man muss hier oben auch sich so genau diese scheiß Decke angucken, damit man hier überhaupt die Jumps richtig trifft. Ohne Scheiß, das ist wirklich so Millimeterarbeit. Nice, das haben wir. Na toll. Ha, diese Jump'n'Runs, die machen einen ja kirre. Aber Leute, ja, ist so. Also heute war echt sau nices Wetter. Ich hoffe, ihr habt das Wetter richtig genossen. Wart am Strand, am Strand, im Freibad, was weiß ich, mit Freunden unterwegs. Wie auch immer, was auch immer man im Pool... In wo auch immer, keine Ahnung, wie auch immer man diesen Tag gerne verlebt. Das ist ja immer warme Tage, es ist immer ein bisschen schwierig. Man kann sich natürlich auch in unserem Keller einsperren, geht auch. Vor allem, wenn es einfach so übertrieben warm ist. Dann geht das natürlich auch mit in den Keller einsperren. Das kann man dann auch machen. Aber es ist wirklich, habe ich schon mal wirklich gesagt. Also es ist wirklich... Nochmal wirklich arsch warm. Und vor allem warm ist es auch bei mir hier in meiner Hitzekammer, kann man ja schon fast sagen. Ich fühle mich immer wie in so einer Sauna, weißt du, Sauna für Arme hier. Deswegen Hashtag Pray for all die Dachgeschosswohnungskinder oder Dachgeschosswohnung oder wie auch immer, weil es einfach, es ist nie kühl da drin. Es ist so warm. Also, keine Ahnung, da kriegst du echt im Sommer wirklich einen kleinen bis mittelschwierigen Schaden. Oh Gott. Okay.
Was? Oh Gott, das schaffen wir jetzt auch noch. Komm. Komm, ich bin ehrgeizig. Also, an der einen Stelle übrigens, an creeper.de, schreib mal bitte einen Kommentar oder mach mir mal einfach ein Video, eine Videoantwort quasi auf mein Video. Kannst du einfach hier unten reinposten mit dem Link und zeig mir mal, wie du diesen einen Jump machen möchtest. Also, da bin ich ehrlich mal gespannt. Das kannst du mir gerne wirklich hier mal als Videoantwort einreichen. So, du hast das schwere Jump'n'Run geschafft. Jetzt kommt noch mal ein leichteres, aber du darfst nicht vergessen, wir suchen noch immer deinen PC, der nicht mehr weit weg ist. Okay, jetzt kommt noch ein einfacheres. Ich hoffe, ist auch wirklich, ja, guck mal, das ging jetzt ja wohl wirklich easy. Danke dafür. Das hier ist auch noch relativ leicht. So. Okay, und wir gehen jetzt hier richtig weit nach oben. Also sieht auf jeden Fall richtig cool hier aus, das Ganze. 7 Minuten sind wir schon am Abgehen. So, jetzt ab zum Schiff. Vielleicht findest du ein Secret XDXD. Okay, alles klar. So. Aber wenn du Zeit hast, such das Secret irgendwo auf dem Schiff. Okay. Dann suchen wir mal kurz das Secret. Das wird wahrscheinlich hier unten irgendwo sein. Was ist das denn hier? Ach so. Nice. Was steht da? Wir ficken im Karton. Tong, tong, tong. Alles klar. Okay. Danke dafür. Also, alles klar. Was ist los? Was steht denn hier überhaupt? Ab nach oben. Da ist er. Da steht er. Okay, hier oben steht er, oder was? Ach so, wir müssen wahrscheinlich hier nach oben, ne? Oh Gott. Was habe ich getan? Oh Gott. Okay, so, nach hier lang. Dann nach hier hoch. Lol, was jetzt? Lol, was steht da? Okay, fand ich echt sehr gut, muss ich sagen. So, warte, so, das war's mit der Map. Du hast deinen PC wieder und bist freudig. Ich hoffe, euch und dir, FreaksIP, hat die Map gefallen und freue mich über eine gute Bewertung. Liebe Grüße, creeper.de und TheDiceLP. Wenn du noch Zeit hast, guck nach oben und flieg hin. Lol. Das ist ja richtig hart. Bilder und Tester, creeper.de Bilder und TheDiceLP ist Tester. Okay, dann gehen wir doch mal hier ganz kurz nach oben. Alter, das sieht ja hammerhart aus. Aber wie kommen wir da jetzt hin? Wir könnten jetzt Spectate machen und da mal hochfliegen. Also ich weiß jetzt nicht genau, was wir jetzt machen sollen. Ist auf jeden Fall eine richtig crazy Map gewesen. Und ich würde sagen, wir haben echt viele coole Secrets gefunden und auch viel, ja, zwei coole Maps gespielt. Deswegen, ihr dürft mir gerne mal wieder neue Maps einreichen. Wenn ihr das gerne möchtet, dann haut wirklich mal die Maps raus. Wir machen jetzt übrigens mal meinen normalen Skin wieder rein. So, hübscher geht's nimmer. Und ich würde sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns dann morgen beim neuen Video wieder, denke ich mal. Macht's gut. Genießt diesen schönen, warmen Abend noch und haut rein. Bye, bye, ciao.